Hallo, in diesem Video möchte ich eine Beispielrechnung zur Ableitung der Funktion durch ihre Umkehrfunktion machen. Und wie schon beschrieben, das wird eine kleine Formelparade, also vielleicht nicht für jeden was. Aber ich finde es ganz hilfreich, mal zu sehen, was da eigentlich in was eingesetzt wird. Und man kann dabei auch sehen, dass das ziemlich ähnlich von der Technik oder genau die gleiche Technik ist wie bei Integration durch Substitution oder so. Wovon ich konkret spreche, ist, dass es diese Formeln hier auf der linken Seite gibt. Die kann man sich auch irgendwie herleiten und beweisen, das wollen wir jetzt nicht. Wir wissen nur, die gibt es. Das heißt, die Umkehrfunktion abgeleitet mit der normalen Funktion als Parameter sozusagen ist dasselbe wie 1 durch die abgeleitete Funktion. Oder alternativ gibt es hier unten einfach nur umgestellt. Die Umkehrfunktion von einem x, also mit dem Parameter x, beziehungsweise die Ableitung der Umkehrfunktion mit dem Parameter x, ist dasselbe wie 1 durch die Ableitung der Funktion mit und als Parameter dann die Umkehrfunktion, die dann als Parameter des x hat. Hier auf die rechte Seite habe ich mal, wir können es ja mal so machen, geschrieben, was dafür gegeben sein muss, welche Eigenschaften f erfüllt haben muss. Das soll uns eigentlich nicht interessieren, das habe ich nur der Vollständigkeit halber reingeschrieben. So, und was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen der Einfachheit halber mal den natürlichen Logarithmus, ich schreibe hier mal zur Sicherheit das e noch dazu, von x ableiten. Ich mache dazu genauso wie hier links in den Formeln einfach hier so einen Strich dazu, das heißt, dass wir es ableiten wollen. So, jetzt können wir uns einfach angucken, wie bei der Integration durch die Substitution, was wollen wir denn hier, wo wollen wir das am besten einsetzen? Ist es besser, das hierfür einzusetzen oder könnte man es hierfür einsetzen oder könnte man es hierfür einsetzen oder hierfür? Wo passt es? Und ich muss sagen, ich finde, das passt am besten hier rein und deswegen werden wir auch diese Formel benutzen. Das heißt, wir machen das mal wieder weg hier. Ah, das auch. Und wir wollen, ich rahme es mal ein, diese Formel hier benutzen. Ich schreibe das nochmal hier hin. So. Jetzt habe ich gesagt, wir wollen es hier auf die linke Seite einsetzen und das machen wir einfach mal. Wir tun einfach mal so, als ob es der linke Teil wäre. Ich mache hier nochmal so einen Strich dazwischen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und alles, was wir jetzt nur noch machen müssen, ist zu überlegen, wie sieht denn jetzt die Ableitung von f aus und wie sieht die Umkehrfunktion von f aus. Ich mache hier nochmal so einen Strich dazwischen. Wir können das auch mal hier so abteilen. So, wir haben ja hier schon mal, die Umkehrfunktion von f ist ja unser ln. Das heißt, da müssen wir gar nicht lange drüber nachdenken. Hier steht auf jeden Fall irgendwas von gleich 1 durch ln von x sogar. So, und davor steht aber jetzt noch irgendwie die Ableitung von der normalen Funktion von f. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wir haben ja hier f, also die Umkehrfunktion von einer Funktion und wir wollen jetzt wissen, was die Funktion ist. Das heißt, wir nehmen uns einfach die Umkehrfunktion unserer Umkehrfunktion. War das jetzt zu kompliziert? Das heißt, wir überlegen uns, man könnte auch vielleicht andersrum denken, man könnte sagen, okay, wenn jetzt ln unsere Funktion ist, was ist die Umkehrfunktion von nl? Ln, also dem natürlichen Logarithmus, das ist die Exponentialfunktion, weil, ich schreibe es nochmal hin, e hoch natürlicher Logarithmus, boah, was ist denn heute los, ist dasselbe wie x. Das heißt, alles, was wir jetzt machen müssen, ist einfach nur zu sagen, okay, hier die Ableitung, ach so, wir müssen ja aufpassen, das ist nämlich die Ableitung, ich hätte jetzt fast was übersprungen noch. Wir wissen jetzt, okay, unsere Umkehrfunktion von dem natürlichen Logarithmus ist e hoch x, aber hier soll ja nicht die einfach nur die normale Funktion hin, sondern hier soll ja die Ableitung der Funktion hin. Das heißt, wir müssen jetzt e hoch x nochmal ableiten und stellen dann aber fest, das ist ja wieder e hoch x. Und genau das fügen wir hier ein, das heißt e hoch ln von x. Und genauso wie ich das hier schon mal gezeigt habe, ist das nichts anderes als 1 durch x. Und das ist genau die Ableitung vom natürlichen Logarithmus von x. Eine Klammer noch, so. An sich ist das gar nicht so schwer, man muss sich nur im Kopf behalten, was man wo, an welcher Stelle wie einsetzt. Wir können das Ganze jetzt auch nochmal mit, nicht dem natürlichen Logarithmus, sondern mit einem anderen machen, Achtung. So, ich habe dafür mal die Formeln von eben nochmal rübergeholt und jetzt wollen wir ableiten den Logarithmus zur Basis a von x. So, ich würde wieder diese Formel hier unten benutzen, deswegen steht sie auch schon hier. Und dann schreiben wir einfach mal auf die linke Seite unsere Formel hin, so damit es auch ein bisschen schöner ist. So, ich habe direkt den unteren Teil mal freigelassen. Wir können jetzt direkt schon überlegen, genau wie eben, f hoch minus 1, also die Ableitungsfunktion, nein, Entschuldigung, die Umkehrfunktion einer Funktion, die wir noch nicht genau kennen, ist unser log ax. Und genau das schreiben wir jetzt hier erstmal wieder hin, genauso wie wir das eben gemacht haben. Und wir wollen das natürlich als Parameter für die Ableitung unserer noch nicht ganz bekannten Funktion f haben. Jetzt müssen wir uns überlegen, was ist denn eigentlich f? Machen wir hier so einen Strich. Wir haben genau dasselbe Spiel wie eben. Das heißt, wir überlegen uns, was ist die Umkehrfunktion von log a? Soll heißen,
Was müssen wir mit Log A machen, damit nachher 1 rauskommt? Entschuldigung, Fehler. Damit nachher x rauskommt natürlich. Und genau wie eben, wir sagen einfach a hoch x. Mit anderen Worten, in unserem Fall a hoch log a von x ist gleich x. Das ist also unsere Funktion f. Wir haben ja hier einmal abgeleitet f, einmal die Inverse von f. Und jetzt haben wir erstmal f rausgefunden. Aber um das jetzt hier irgendwie einzutragen, müssen wir das ja nochmal ableiten, was wir haben. Das heißt, wir haben festgestellt, a hoch x ist die Umkehrfunktion von log a. Oder wie es hier steht, sozusagen die, ich sag mal, Basisfunktion zu dieser Umkehrfunktion, die da log a heißt. Ist ein bisschen schwierig. Die Umkehrfunktion von der Umkehrfunktion ist ja wieder die normale Funktion, aber kann man ja trotzdem auch Umkehrfunktion nennen. Also nicht verwirren lassen. So, und wenn wir dieses x hoch a hoch x ableiten wollen, dann wissen wir das natürlich schon aus vorigen Lerneinheiten, dass das a hoch x mal der natürliche Logarithmus von a ist. Und genau das setzen wir auch an dieser Stelle hier jetzt ein. Ist ein bisschen schwieriger. Wir müssen uns aber im Kopf behalten, dass das x, was hier steht, jetzt dieser gesamte Teil hier ist. Und wir müssen danach natürlich noch den natürlichen Logarithmus dranhängen. Das heißt, wir räumen das mal kurz hier ein bisschen auf. Und dann haben wir a hoch log Basis a von x mal ln a. Und dann sehen wir wieder natürlich, wir können hier wieder ein bisschen zusammenfassen. Und dann kommt schlussendlich raus x mal der natürliche Logarithmus von a. Und wenn wir jetzt überlegen, was wir damals immer gelernt haben, wenn wir das alles auswendig gelernt haben, dann stellen wir fest, ja tatsächlich, log zur Basis a von x, die Ableitung davon ist tatsächlich genau dieses Gedöns hier. Wir sehen also, mit dieser Formel hier lässt sich das prima herleiten, beziehungsweise nachher auch beweisen. Ja, wir haben ja jetzt hier oben diese zweite Formel nicht benutzt. Man muss halt gucken, wann man welche von den beiden Formeln benutzen kann. Im Endeffekt sind sie ja äquivalent, sie sind nur einmal umgestellt. Und ansonsten war's das.